Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Age of Empires. Heute das Gefecht. Neue Technologien haben es ihrem Stamm ermöglicht zu wachsen, führten jedoch auch zu neuen Konflikten. Die Ausdehnung der Sahara hat benachbarte Stämme dazu gezwungen, in ihr Gebiet einzudringen und die Kontrolle über ihre Nahrungsquellen und Verteidigungsanlagen zu übernehmen. Brandschatzende Gruppen aus Oberägypten kamen über den Fluss herunter. Fangen Sie diese Eindringlinge ab und vernichten Sie sie, bevor diese ihre Dörfer infiltrieren und ihre Nahrungsvorräte stehlen. Ja, dann mal los. So, ich erwähne es noch einmal kurz. Die Hintergrundmusik ist nicht vom Spiel. Ja, ich habe von anderen Spielen genommen, weil da die GEMA nicht drauf liegt. So, ja, bei Age of Empires, da sind uns offensichtlich Urheberrechtsprobleme. Gibt es Urheberrechtsprobleme gibt es bei den Original Age of Empires Songs. So, das ist so unpraktisch. Ich weiß nicht, ob Microsoft sowas macht. Das ist mir schon bei anderen Microsoft-Titeln aufgefallen. Deswegen, was ist das denn eigentlich? Na egal. Wir gespielt. Oh. Wir können nichts bauen, oder? Wir haben nur Soldaten hier. Babadakis. Okay. Rocket. Alles klar, ich habe sie mit gruppiert mit Steuerung 1 und 2. Also man markiert sie erstmal, ne? So, markieren wir und dann wird man Steuerungstaste 1. Und ja, bei den Bögen habe ich jetzt 2 genommen. Dann kann man sie dann schnell auswählen, ne? So. Wir müssen suchen und zerstören. Das ist easy. Achso, nee, Moment nicht, okay. Rocket, Evil, Tony. Rocket, Blurbus. Versucht die Bogenschützen weiter hinten zu halten. Irgendwie wie es möglich ist mit dieser Wegfindungsgeschichte hier. Rocket, Evil, Tony. Rocket, Ike. Babadakis, Evil, Tony. Okay, das ist nix. Rocket, Evil, Tony. Rocket Ponies. So. Rocket Blurbus. Rocket Rocket. Evil Toddy. Rocket Icon. Man kann sie nicht kopieren, ne? Ne, das geht gar nicht. Sterben halt ne. Rocket Somus. Küsse, okay. Hier ist Wasser. Erectus. Erkunden wir mal die Nahbereiche ein bisschen, so. Babadakis. Somus. Babadakis. Ike. Babadakis. Ike. Hier ist eine... Babadakis. Babadakis. Ike. Babadakis. Erectus. Na? Sie führt den Weg lang. Wird uns direkt zum Lager führen. Gleich. Somus. Rockable Cardi. Ne, wir sind im Kreis gelaufen, das ist gut. Aber ich denke, wir den von einmal nicht folgen hier sollen. Rockable Somus. Rockable Rectus. Rockable Cardi. Wir folgen mal den Trampel fort. Rockable Cardi. Rockable Cardi. Rocket Ike. Okay. Rocket One. Das Plateau. Oh, entdeckt. Rocket. Hier lang. Evil Daddy. Ja, muss das ja hochgehen, ne? Rocket Ike. Ach, guck mal, jetzt können die von denen gleich schon beschießen. So, Nee, warte, stopp. Rocket One. Wie sie von hinten kommen, wäre doof. Babadakis. Ike. Wo kommt man hier rauf? Hier muss man hier raufkommen. Somus. Ah, okay. Babadakis. Hier ist Ende. Erectus. Hier geht's nicht hoch. Okay. Babadakis. Dann müssen wir hier lang. Ohne. Rocket. Ohne. War vielleicht auch nur ein Aufklärer. Mal sehen. Rocket. Ohne. Babadakis. Ohne. Wie soll sie von hinten kommen? Wo gehst du denn hin? Oh, die KI ist so blöd hier.
Ade. Ibo Tade. Erectus. Wir haben diese eine Mann, wird mir fehlen. Ade. Ja. Natürlich echt eine Falle eigentlich. Ohne. Aber danke. Erectus. Warten wir, bis die Bogenschützen alle da sind. Und dann geht es weiter. Alles klar, okay. Erectus. Rocket. Ebo Tabedakis. Oh ne. So, dann haben wir da die. Rocket. Den haben wir hier lang. Tabedakis. Oh ne. Aha. Erectus. Tabedakis. Ide. Oh ne. Ich hoffe, dass der von der Seite kommt hier. Habe dein Bohne. So. Ich glaube, wir haben sie. Habe Darkness. Somos. Nicht weglaufen. Haben wir alles hier? Habe Darkness. Ibo Tade. Wie geht's weiter? Rocket. Ohne. Habe Darkness. Oh, alle haben verloren. Erectus. Muss mal aufklären. Irgendwo, was weitergeht. Rocket. Okay. Habe Darkness. Ibo Tade. Da ist noch einer. Rocket. Hiding, Rocket, Somos, Babadakis, Babadakis, Erectus. Wir sind nur einen Weg gefunden. Oh, wir haben's geschafft. Hey, schnelle Folge gewesen, ne? Okay, das war's schon wieder. Ihr Volk konnte die Angreifer zurückschlagen und ist vorerst in Sicherheit. Ihre Erfolge und die Bedrohungen durch mächtige Nachbarn haben kleinere Stämme dazu ermutigt, sich ihnen aus Sicherheitsgründen anzuschließen. Sie bieten Nahrung und Reichtum im Austausch für ihren Schutz an. Sie haben damit begonnen, die ersten Fundamente für ein neues Konzept zu legen, das Königtum genannt wird. Yeah, siehst du, geht doch. Alles klar. Jo, das war's schon wieder. Bis zum nächsten. Ciao, euer Jockel.